ist die Zukunft. Meine armen Eltern, meine netten Kollegen und meine Freundin, die werde ich alle nie wiedersehen. Juhu! Dann wünsche ich noch eine schöne Zukunft. Cool, genau wie ein Star. Au! Hör zu, mein Lieber, ich hab's eilig. Versuchen wir's doch mal im Doppelpack. Bitte Todesart wählen. Schnell und schmerzlos oder langsam und grausam. Ich würde gern ein R-Gespräch anmelden. Ihr habt langsam und grausam gewählt. Eine gute Wahl. Ich kann einen Eisenträger zu jedem Winkel biegen. 30 Grad, 32 Grad, brauchst es nur zu sagen. 31. Aber ich wollte so nicht weiterleben, als ich erfahren habe, wofür die Träger gebraucht wurden. Wofür? Für die Selbstmordzellen. Hey, Frei. Die Pizza hier muss raus. Nun mach schon. Interessant. Dein DNS-Test zeigt einen lebenden Verwandten an. Es ist dein Großneffe. Ja, großartig. Wie heißt der kleine Kerl? Professor Hubert Farnsworth. Ab jetzt werde ich mir alles so hinbiegen, wie ich will, wann ich will und wen ich will. Ich bin unaufhaltsam. Sieht aus, als müsste wieder einer von uns diesen Rost verbiegen. Hoppla! Was hast du gemacht? Ich höre auf. Wieso? Weil ich das eigentlich schon immer vorhatte. Aber es ist mir erst klar geworden, als du mir begegnet bist. Hä? Was ist denn plötzlich mit dir los? Ich möchte nur an der Zeremonie teilnehmen. Hey, er hat meinen Ring geklaut. Entschuldige. Damit wäre das Geheimnis des verlorenen Ringes geklärt. Das verlangt einen Break. Ich hab keinen Onkel Fry. Ab jetzt schon. Das gibt's nicht, das ist wirklich kaum zu glauben. Gibst du uns ein bisschen Geld? Du liebe Zeit, nein. Angeblich gibt's in meiner Familie mehrere Fälle von Wahnsinn. Manche behaupten, auch ich sei verrückt. Und wieso? Weil ich es gewagt habe, von meiner eigenen Rasse atomarer Monster zu träumen. Atomare Supermänner mit oktogonalen Körpern, die Blut saugen. Komm, Bender, wir haben's eilig. Das nennst du fangen, du Idiot? Jetzt such dir einen Mund aus, mach ihn auf und sage... Was? Meine Mutter war eine Heilige. Raus hier. Um Himmels Willen, du steckst ja voller Dreck. Als ob euch nicht der Mist im Hals stecken bleiben würde. Hallo, Mundmann. Wir kommen in friedlicher Absicht. Ich bin Fry vom Planeten Erde. Findest du wohl komisch, hä? Wenn ich nicht so faul wäre, würde ich dir eine Linke in den Magen verpassen. Aber du bist faul, hab ich recht? Nicht, dass ich's mir anders überlege. Oh. Weg damit, nimm das weg, sag ich, weg damit. Oh, oh. How many roads must a man walk down before you? Haltet solchen Firlefanz von mir fern, Magneten blockieren meine Hemmungseinheit. Wir werden sterben. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Hilf mir, Lila. Ach, was soll's. Dann baue ich mir eben meinen eigenen Vergnügungspark mit Blackjack und Nutten. Ach, ihr mit eurem blöden Park. Hey, für Bänder habt ihr wohl keinen Platz mehr, was? Bitte, dann baue ich mir meine eigene Mondfähre mit Blackjack und Nutten. Obwohl, die Mondfähre und Blackjack könnt ihr vergessen. Ach, ihr könnt mich alle mal kreuzweise. Schnell, bevor wir erfrieren. Was meinst du mit wir, Säugetier? Moms althergebrachtes Roboteröl. Hey, Bender, ein schöner neuer Pullover. Neu? Welcher Pullover? Mit dem bin ich hergekommen. Ich kenne euch auch gar nicht.
Ja, sicher, Fry ist jetzt reich, aber müssen wir wirklich diese Hüte tragen? Du hast wohl immer noch nicht begriffen, wie reich er ist. Ich halte es für besser, wenn ich ab jetzt ein Monokel trage. Ich bin zwar reich, aber ich kann mir nicht all das kaufen, was mir aus dem 20. Jahrhundert fehlt. Du fängst wohl langsam an zu vergessen, wie reich du bist. Wie ich sehe, will der nette junge Mann die kleinen Fische unbedingt haben. Doch das ist mir egal. Ich biete 23 Millionen. Eine Jillion Dollar. Du nicht. Darf ich dein Fettkostüm anziehen? Nein, Edna, Finger weg. Oh. Milliardenfach Dank. 4,3 Milliarden, um genau zu sein. Au. Au. Dieser Gestank, dieser himmlische Gestank. Mehr. Es gibt keine mehr und es wird sie nie mehr geben. Mehr. Mehr. Mehr.